heißt es? Gerfrank, das heißt es. Wir werden heiraten, ja. Oh, Hänsel, ist das wahr? Ich will mit dir schlafen. Bitte? Du musst für ein paar Wochen aus der Stadt verschwinden, und zwar schnell. Mal schnell weg, was organisieren. Was jetzt noch? Es ist sehr wichtig. Ich bin gleich wieder da. Wo willst du denn hin? Tschüss. Frank! Er muss uns den Porsche raus noch holen. Flippt nicht aus. Ihr wollt bloß heiraten. Mehr nicht. Brautkleid ist auch noch nicht da. Meine Brieftasche. Denkst du an den Brautstrauß? Meine Brieftasche ist weg. Frank! Ja, ich denke schon dran. Ich werde noch wahnsinnig. Ja, das bin ich schon lange. Ich wusste, dass heiraten so kompliziert ist. Wo hast du sie denn? Sind das die Wehen? Sag was, sind das die Wehen? Unser Kind tanzt Samba. Lass das mal Tante Tilly machen. Aber hinsetzen, Füße stillhalten und kein Wort mehr. Ihr seid ja wie zwei aufgescheuchte Hühner. Du brauchst mich gar nicht so anzusehen. Tante Tilly hat vollkommen recht. Das ist nur die Aufregung. Aber ich muss doch hinsetzen. Soll ich den Arzt rufen? Ist schon wieder besser, war nur blinder Alarm. Also bis zum Standesamt ruhst du dich jetzt nur noch aus. Mascha, sei doch so lieb und setz Teewasser auf. Hier. Und vergiss den Brautstrauß nicht. Ja, ich bin schon unterwegs. So, ab jetzt übernehme ich das Kommando. Sonst endet eure Hochzeit noch im Chaos. Vorsicht bitte. Ich bin so vorsichtig, wie es geht. Ich kapiere einfach nicht, warum diese Typen das gemacht haben. Schutzgelderpressung. Was? Hier, Marienhof? Komm, die sind doch überall, wo es was zu holen gibt. Ich weiß nicht, das klingt mir zu sehr nach Krimi. Ich könnte mir eher vorstellen, dass Theresa dahinter steckt. Theresa? Ja, nach dem One-Night-Stand mit dir war sie tierisch sauer. Ach, deshalb hetzt sie mir doch nicht einen Trupp mit Schlägen auf den Hals. Ja, Frauen können ziemlich rachsüchtig sein. Was du nicht sagst. Da hätte sie mir aber ihre italienischen Freunde vorbeigeschickt. Es waren Landsleute. Was, Türken? Ja, aber wenn es tatsächlich Schutzgelderpresser waren, warum haben sie denn keine Forderung gestellt, sondern haben gleich zugeschlagen? Oh. Keine Ahnung. Ja, und wie kommen sie ausgerechnet auf dich? Naja, obwohl. Wieso? Hast du eine Vermutung? Naja, wieso sagt Angie am Telefon, dass du die Stadt so schnell wie möglich verlassen sollst? Angie hat damit nichts zu tun. Was macht dich da so sicher? Du kennst sie doch kaum. Ob ich eine Augenklappe tragen soll? Dann wärst du ein Pirat, kein Gondoliere. Ich kann sie ja bunt anmalen. Du willst nicht drüber reden, hm? Nein. Dann tu mir wenigstens einen Gefallen. Ruf die Polizei an. Also, wenn ich nicht bald mit meinem Hochzeitskleid auftauche, dann gehe ich so zur Heirat. Softly, and it's me you need to show how deep.
Ich hab was für dich. Es ist von meiner Mutter und stammt aus Ägypten oder aus Syrien. So genau weiß das niemand. Was willst du mir schenken? Das muss ich dir schenken. Du kennst doch den Spruch. Was Altes, was Neues, was Geborgtes und was Blaues. Oh, danke. Soll ich dir mal was sagen? Ich heirate den ollen Brummbär eigentlich nur, weil er so eine süße Tochter hat. Alles behält's für dich, okay? Ich schwöre. Das ist von mir. Und funkelnigelnagelneu, wie sich's gehört. Oh, ist der süß. Danke. Das ist von Tante Tilly. Aber nur geborgt. Gott sei Dank. Und, wie sehe ich aus? Entzückend, Kindchen, ganz entzückend. So. Jetzt noch was Blaues. Wenn du das in der Hochzeitsnacht trägst, dann schwebt dein Göttergatte nicht nur im siebten Himmel, sondern er fällt auch aus allen Wolken. Ja, wenn er das Ding Kesseteilchen überhaupt vor lauter Bauch sieht. Er wird. Verlass dich drauf, er wird. Hör ja, auf zu lachen. Also irgendwie habe ich das Gefühl, ich werde von Minute zu Minute runder. Das muss das Hochzeitskleid sein. Ich schlafe im Bett und du auf dem Boden, ja? Ich glaube, mein Schwein pfeift. Das ist mein Zimmer. Komm hier nicht so, ja? Feuerpause! Also bei uns herrscht der Ausnahmezustand und ihr habt nichts Besseres zu tun, als noch mehr Chaos zu machen. Das gibt's. Mir ist beim Backen gerade was eingefallen. Das passiert dir doch sonst immer beim Spülen. Also mir fällt gleich ein, dass ihr beide mir ein bisschen mehr im Haushalt helfen könntet. Genug mit dem Versteckspiel, die Lage ist ernst. Meine Mutter hat mir doch das Geld für die 13 Hörer gegeben. Ja, und du hast sie verschachert. Jetzt hört sich doch wirklich alles auf. Ja. Ich habe sie verkauft wegen unserer angespannten finanziellen Lage, ja? Was unserer lieben Oma nicht gefallen wird. Sie wird's verstehen, wenn sie weiß, dass ihr wenigstens mit eurem Weihnachtsgeld verantwortungsvoll umgegangen seid. Oh, die Familie glücklich vereint. Wie nett. Nicht nett? Gar nicht nett. Was ist denn los? Meine Eltern erwarten, dass Tobias seine neuen Schuhe präsentiert, die sie ihm bezahlt haben, und Tinker ihr neues Sommerkleid. Von den Eintrittskarten will ich überhaupt nicht erst reden. Und wo ist das Problem? Mir ist eine Endstufe für den neuen Verstärker dazwischen gekommen. Ja, und das Sommerkleid hat sich in Inlineskates verwandelt. Und die fliegen nur in der Ecke rum. Da kommt Freude auf. Na, was wollen wir jetzt machen? Shopping. Yes! Es gibt ein paar super geile Turnschuhe, die wollte ich schon lange haben. Ja, und ich habe erst ein super geiles Teil gesehen. Ja, immer langsam. Uns fehlt nämlich das nötige Kleingeld dazu. Naja, das sollte eigentlich unser Notgroschen werden. Wir sind in Not. Wo hast du das Geld denn her? Schon wieder ein Vorschuss von der Schule. Wenn das so weitergeht, dann müssen wir am Monatsende noch Geld hinbringen, was? Und? Hast du eine bessere Idee? Aber das Geld nehme ich. Sonst bringen unsere Kittys noch wer weiß was mit nach Hause. Hallo. 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 Hi. Jetzt halt doch mal still. Tilly, lass gut sein. Du bist wie ein kleiner Junge. In so einer Situation wird jedermann zum kleinen Jungen. Na, du musst es ja wissen. Und was ist? Also was ist jetzt? Klappt's oder klappt's nicht? Müssen es echt so viele sein? Ja, es muss. Ja, komm, lass mich nicht hängen jetzt, ja? Kann ich mich drauf verlassen? Okay, super. Bingo.
Du hast was Jod bei mir. Jetzt hängt's schon wieder schiefer. So eine Hochzeit hat schon was für sich. Oder so meinst du? Du willst nicht etwa auch heiraten? Na klar. Einen Mann. Wer sagt denn, dass es ein Mann sein muss? Hoffentlich geht alles gut. Ach, das bisschen Standesamt, was soll denn da passieren? Ich meine danach. Ach ja, die Ehe ist nun mal das letzte große Abenteuer unserer Zeit. Von wegen Abenteuer. Wow. Wow. Jetzt halt doch mal eine Minute still, dann bist du mich los. Chef. Was ist denn? Annalene. Immer die Schuhe zu, Jung. Es muss so sein. Ach so, ich dachte, das ist schon längst out. Ist es aber nicht. Ach so, dann ist das nur in Berlin so und hat sich nur noch nicht bis hier rumgesprochen. Du willst mich verscheißen. Mach sie zu, wenigstens heute. Der Braten wird perfekt. Ich mach schon mal den Aperitif auf. Die müssen ja jeden Moment kommen. Ich find's einfach schön. Das hast du auch prima hingekriegt. Klasse, Mama. Autogramme gibt's später. Ich hab's ja gesagt, das Kleid haut alle um. Ist ein Wunder, dass es nicht platzt. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Dann küss mich einfach. Wenn Sie sich bitte hierhin. Ja. Wo sind die Trauzeugen? Wenn Sie bitte hier und hier. Frau Bergmann, Herr Töppers, die Ehe ist eine ehrenhafte Lebensgemeinschaft, geschaffen in den Tagen der Unschuld der Menschheit. Du kannst über deinen Onkel schimpfen, wie du willst. Nur diesmal hat er wirklich den richtigen Freund zur richtigen Zeit aufgetrieben. Oh ja. Todd ist dein Traum, was? Oh ja. Und somit ist doch deine Ehre als Gastgeber gerettet. Also wenn du nur hierher gekommen bist, um mich zu ärgern, dann setz es aber... Oh mein Gott, es tut mir leid. Ist okay. Oh. Dein Verband ist so gut, dass ich es selbst schon vergessen hätte. So, machen wir jetzt den Rest. Wieso? Es ist doch schon alles fertig. Oh, da kennst du aber Töpper schlecht. Er hat mir vorhin einen genauen Sitzplan gegeben, wer mit wem wo zu sitzen hat. Oh Gott, hat der eine Klaue. Sag mal, kannst du das lesen? Ui. Ol. Ob. Ortrud. Mhm. Na super, dann heißt das Inge Busch. Ja, das passt auch. Wenn es in dem Tempo weitergeht. Oh Mann, die...
Billy Vogel. Ja, Maria. Wo er ist? Ja. Angie, was ist denn? Utanmaz adam. Tu sana. Demek Ayşe'nin namusuyla oynayasendin, he? Sinirlenmeyin. Immer mit der Ruhe. Was soll denn das alles? Naja, er behauptet, du hast meine Tochter entehrt und ich soll mich beruhigen, he? Oh, für Billy. Du bist Türkin? Mein Name ist Ayşe. Ayşe, nehme ich. Im Vollzug des Ehegesetzes habe ich nun einzeln und nacheinander an Sie die Frage zu richten, ob Sie die Ehe miteinander eingehen wollen. Wenn Sie diese Frage mit Ja beantworten, sind Sie Kraft Gesetzes rechtmäßig verbundene Eheleute. Wenn Sie bitte jetzt so aufstehen würden. Ich frage Sie, Herr Frank Töppers, ist es Ihr Wille, die Ehe mit der hier anwesenden Frau Annalena Bergmann einzugehen? Ja. Ich frage jetzt Sie, Frau Annalena Bergmann, ist es Ihr Wille, die Ehe mit dem hier anwesenden Herrn Frank Töppers einzugehen? Nein. Lass mich mal durch. Annalenchen. Was ist los, die Wehen? Ist es soweit? Wir haben ein Nebenzimmer. Ein Krankenwagen. Charlie, ein Krankenwagen, schnell. Okay, ich mach schon, ne? Kindchen, deine Kind ist bei dir. Langsam wird der Braten zäh. Ich hab Hunger wie ein Wolf. Nicht nur du. Hoffentlich ist nichts passiert. Bestimmt nicht. Sonst hätten sie sich schon längst gemeldet. Ich geh ran. Kuczynski? Oma, wir warten auf euch. Sie will dich sprechen. Mutter? Hallo? Ist alles in Ordnung? Papa? Was ist mit ihm? Oh, Gott sei Dank. Nein, es ist nur... Ja, wir haben uns solche Sorgen gemacht. Ja, ich richte den anderen schöne Grüße aus. Und gute Besserung von uns allen, ja? Ja, dann ein andermal. Ja. Tschüss. Sie waren bis jetzt beim Arzt. Opa hat die Grippe. Vielleicht kann ich ja jetzt die Turnschuhe umtauschen. Ich könnte dringend Geld für neue Platten brauchen. Oh, untersteh dich. Ruhig, Annalena, ganz ruhig. Vergiss es. Stumm bring ich mein Baby bestimmt nicht zur Welt. Annalena, das machst du ganz toll. So. Ja. Komm, jetzt noch mal richtig pressen. Au. Ich konnte nicht nur so blöd sein, mich auf sowas einzulassen. Und nochmal. Du musst atmen, Mädchen. Atmen. Sag du mir nicht, was ich zu tun habe. Ja, das machst du sehr gut. Komm nochmal richtig pressen. Du hast es gleich geschafft. Ich sehe schon das Köpfchen. Jetzt oder nie. Ich bin bei dir, Mädchen. Ich bin bei dir.
Kızım Ayşe seni sevdiğini söyledi. Es ist wahr, Sülü. Ich liebe dich. Hey, sen Sedat'la İstanbul'a gideceksin. Ben onu sevmiyorum, Baba. Du bist versprochen. Aber ich habe mit Sülü geschlafen. Hurra! Jetzt reicht's. Setz dich. Können wir die Diskussion nicht vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt fortführen? Wir erwarten hier jeden Moment eine Hochzeitsgesellschaft. Nein! Hören Sie, wir können über alles reden, nur nicht jetzt. Ja, wir können doch wann anders reden. Lass uns gehen. Hab ich Nein gesagt? Wann? Morgen. Gut. Hadi yürü. Yürü. Ne oluyor baba? Yarın konuşacağız. Nein. Jetzt. Du Schwein, du hast meine Schwester entehrt. Und jetzt wirst du sie heiraten. Kind geht es gut. Sag nur eins, nie wieder. Wo ist Paps? Wie war er denn als Geburtshelfer? Unentbehrlich, wie Männer nun mal so sind. Hier nur eine. Oh. Oh. Mein Sohn, es ist soweit. Die Welt erwartet dich. Unschlagbares Team. Der Marienhof hat einen neuen Bewohner. Doch damit fangen die Turbulenzen erst an. Im nächsten Marienhof.